Wir haben im Prinzip Holzkisten und verschiedene Plastikgriffe, die wir in einem Wandraster, sozusagen das vorgegeben ist, in der Regel ansetzen. Man muss sich das ein bisschen vorstellen wie tatsächlich irgendwie ein Künstler vor einer leeren Leinwand. Man hat eine Leinwand zur Verfügung, da ist erstmal gar nichts dran und kann eigentlich ganz frei anfangen zu gestalten und setzt vielleicht durch das, was man macht, auch eine optische Linie vor oder eben nicht, je nachdem, was man irgendwie bauen möchte. Und statt wie ein Maler jetzt nun eben ein Bild malt, zeichnen wir oder geben wir vor allen Dingen Bewegungen vor. Also wir bringen Bewegungen an die Wand, durch die wir Leute gerne durchbewegen möchten. Und das ist eigentlich das Was. Und das, wie man das anstellt, ist eine sehr komplexe Frage und sicherlich eine, über die man ein Leben lang lernt. Das ist wieder, wenn man ein Beispiel bleibt von einem Maler, der wird ja auch seine Techniken verändern, hat andere Herangehensweisen, andere Ideen und Startpunkte, wie er sozusagen irgendwie beginnen möchte, sein Werk am Ende an die Leinwand zu bringen. Und das ist eigentlich ein lebenslanger Prozess, dieses Wie mache ich das Ganze eigentlich? Das Was ist einfach. Und am Ende gibt es dann noch die Frage, warum macht man das eigentlich? Das ist eine sehr persönliche und dann wirklich ganz subjektive Frage. Und die ist sicherlich dann auch sehr komplex zu beantworten. Weil wenn man jetzt das Beispiel nimmt, dass ich jetzt nach Singapur fliege oder geflogen werde, um dort einen Wettkampf zu schrauben, werden sie mich nicht dafür dorthin fliegen lassen für viel Geld, damit ich einfach ihnen nur bauarbeitertechnisch Holzkisten und Plastikgriffe an die Wand montiere, sondern es gibt eine gewisse Erwartungshaltung, die viel mehr mit dem Wie und Warum zusammenhängt. Es ist ein fantastisches Land mit einem, also wahnsinnig urban, ganz abgefahrene architektonische Highlights ohne Ende, sehr stark konzentriert. Ich eine, also in der Welt, zumindest an den Orten, wo ich bisher war, so eigentlich noch nicht gesehen. Also wahnsinnig schön. Und jetzt haben wir, der Empfang war auf jeden Fall absolut fantastisch. Allerdings war ich, die ersten Tage waren direkt sehr, sehr heiß, um die 31 Grad mit einer sehr starken Luftfeuchtigkeit. Und ich bin vielleicht eher so ein Wikinger. Kälte kann ich richtig gut ab, aber nach oben geht es dann nicht weit und ich werde dann schnell zum Reptil. You can see the first few days his face always flushed. He was red. He was like really red. Toby is being called Toby Tank Top in Singapore because he's always in tank top, but I don't blame him because it's so hot. And back in Germany, he said it's like freezing, miserable. Tank Top Toby is one of our very renowned international route setters. I think he'll get used to it after a while, you know. Wir haben jetzt den zweiten Tag heute hinter uns von vier und haben alle Finalboulder gebaut. Und es gibt ja vier Kategorien, für die wir bauen, und also unter 17-Jährige, Anfänger, mittlere Kategorie und eben die Pro-Kategorie. Es sind wahnsinnig viele. Also sind insgesamt über 800 Leute, die an diesen Wettkämpfen hier teilnehmen. Das sind unglaublich viele. Es ist halt total schwer einzuschätzen, wer sich ja in welchem Bereich auch anmeldet. Es gibt Anmeldelisten, aber das sind wirklich zig DIN A4 Seiten. Und
Dementsprechend können wir eigentlich nur mit Stilmitteln arbeiten, wie riskante Züge schrauben und in einer Art und Weise denken, nicht wie sind die Boda jetzt einfach nur besonders toll ansprechend, sondern eher darüber nachzudenken, wo haben wir Stellen, wo Leute fallen. Und auf jeden Fall mindestens über Versuche selektiert werden. So einen Wettkampf schrauben wir immer als Team. In dem Fall habe ich die Ehre, mit dem Kinetics Climbing Gym zusammenzuarbeiten. Das ist eine Halle in der Mitte von Singapur und gehört Jay. Er ist dort auch Chefschrauber und hat den Wettkampf Gravical mit mir zusammengestaltet. My name is Jay. I run this place, Kinetics Climbing. It's been around for 7 years. I'm 38 this year. And I started climbing when I was 17, and so it's been close to 20, 21 years right now. My name is Eunice. I'm 25 this year, and I've been climbing for 8 years now, and just started a little bit of route setting like last year. So yeah. My role at Gravical was chief route judge, so that was the part that I had to make sure everything runs smoothly. Also hier um mich herum sieht man ganz viele Griffe, die sind eigentlich alle gelabelt. Also zum Beispiel nehme ich mir jetzt hier mal einen Griff, da steht jetzt zum Beispiel OWQ3 an, das heißt Open für die Pro-Kategorie Women, Qualifikation Boulder Nummer 3. Zum Beispiel sieht man jetzt irgendwie Striche, immer kleine Markierungen. Jetzt alle in schwarz an der Wand, und wenn man das erstmal so sieht, dann gerät man direkt durcheinander. Deswegen ist es super wichtig, Fotos zu haben. Das ist zum Beispiel der Startgriff von meinem letzten Boulder. Dann sieht man irgendwie, hier sind 3 Striche dran. Und das reicht dann aus, um zu wissen, ja, der gehört dahin. Wir haben noch die ganzen Griffe, damit haben wir auch für die Männer einen Halbfinal-Boulder gebaut. Der ist ziemlich schön geworden, koordinativ, ziemlich fiese Abrutsch-Watar. Hier sind koreanische Griffe beispielsweise, ziemlich cooles Zeug. Also qualitativ nicht mega hochwertig, aber sehr spannend, weil ich sie noch nie in der Hand hatte. Boulder für die starken Männer. Auf jeden Fall spannendes Zeug. Den grünen Boulder, den man gerade im Hintergrund sieht, ist für Intermediate Man. Den habe ich gerade gebaut, und der hat eigentlich so 2 Passagen. Also fängt mit einem, muss man sich vorstellen, einem Pogo an, wo man sein rechtes Bein so hochwirft, ein Stück weit, um erstmal in das erste Loch zu kommen. Von da aus campust man dann so um 180 Grad mindestens weiter, matcht und zieht dann so einen Campuszug nochmal hoch. Also es ist eine reine Power-Abfrage eigentlich. Und danach gibt es einen ganz klaren Tempowechsel. Also dann geht es vom Power eher in so ein bisschen technisch delikates Klettern. Also man muss sich um das Volumen rumwinden und oben, um den Top zu halten, das heißt zu halten, den kann man gar nicht halten, der ist so schlecht, den hält man nicht, geht es eigentlich nur darum, dass man auf dem Volumen abhockt und seinen Kopf zusammenhält, weil es doch ganz schön hoch ist. Die Wand ist 5 Meter hoch und oben ohne einen Griff in der Hand nur noch auf 2 kleinen Spacks. Der untere hat auch noch ziemlich viel so Dual Texture, das heißt, der ist rutschig. Ist so ein bisschen eine Kopfaufgabe, und deswegen die beiden Themen werden eigentlich abgefragt, Power und Mentality. Climbing in Singapore is still quite new, because we don't have the mountains, unlike people in Europe and in the States. It's basically just a sport which you do mostly indoors. For Singapore, I mean, the trends that we have observed is that new climbers are more into competition as compared to climbers in the past. They are like, we want to go outdoors and climb, we want to climb on real rocks, you know. But nowadays, like, everyone's focus is on competition, is on climbing, is on parkour climbing, so they enjoy this kind of style a lot.
das Schlimmstmögliche wäre, wenn alle Kletterer alles schaffen und es keine Selektion gibt oder kein Kletterer überhaupt irgendwas schafft, das Publikum komplett gelangweilt ist und es auch keine Selektion gibt. Und das Beste, was passieren kann, ist, dass es ein klares Ranking gibt und wie gesagt, der kompletteste Kletterer am Ende vielleicht alle Boulder sogar toppt. In einer geringen Anzahl oder bestimmten Anzahl von Versuchen und dann die Person darunter vielleicht einen Boulder weniger und die Person darunter noch einen Boulder weniger und von mir aus die hinteren Platzierten in einem Finale dann auch vielleicht gar nichts schaffen, was dann auch aufzeigt, wie schwer das eigentlich ist, was dort gerade passiert. Und toll wäre dann auch, wenn das Publikum begeistert wird bei dem, was wir da an die Wand bauen, beziehungsweise von dem, was die Kletterer dann an der Wand zeigen dürfen. Das ist ja eigentlich, was wir machen. Wir bauen ihnen den Spielplatz, um zu zeigen, was für abgefahrene Skills sie eigentlich haben. Ich bin nach der Schule in Zeit nach London gegangen, wollte eigentlich Musiker werden, habe da Musik gemacht und in verschiedensten Bands gespielt und dachte, das wäre so mein Ding, um dann in London festzustellen, dass ich viel weniger Rock'n'Roll bin, als ich vielleicht dachte und eher doch vielleicht ein vernünftiger Streber. Und habe mich dann entschieden, Medizin zu studieren, eigentlich mit dem primären Interesse daran, Körper zu verstehen und Körperfunktionen zu verstehen. Während meines Studiums war ich auch zeitweise total drin, habe sehr früh meine Doktorarbeit gemacht, wollte ein super Neurochirurg werden und war auch da mit viel Passion und Obsession sozusagen meinem Studium verhaftet. Von der Medizin entfernt hat mich dann irgendwann die Erkenntnis, dass man doch sehr stark ökonomischen Gesetzmäßigkeiten unterzogen ist im Prinzip und gar nicht so nach Lehrbuch handeln darf, sondern häufig nach dem eher lukrativsten Prinzip. Das ist natürlich nicht immer so, aber generell ging mir das da so. Und dann gab es noch eine ganze Menge Ärzte, vor allem Oberärzte. Und die haben mir in der Regel eher davon abgeraten, damals Medizin zu machen und meinten so, ja, willst du nicht doch noch was anderes machen? Und in Lissabon habe ich dann eben Klettern kennengelernt während eines Erasmuses und da festgestellt, dass mir der Lebensstil mit mehr Sonne, mehr Natur, mehr Bewegung wieder in meinem Leben unheimlich gut getan hat. Und das war für mich so ein richtiger Mindshift, der da stattgefunden hat. Und dann im Prinzip habe ich mein Studium zwar durchgezogen, auch immer noch gut durchgezogen, mir da Wert drauf gelegt, aber nach und nach eigentlich gemerkt, dass ich mich ein bisschen von der Medizin distanziere und eher sozusagen in das Business dann auch eingedrungen bin, das Bouldern und Klettern eben mittlerweile auch bietet. Verglichen ist mein Job jetzt gerade mit einem Klinikalltag. Ich finde immer, es ist eine bunte Kindergartenwelt. Also es ist eigentlich was ganz Einfaches, ganz Fröhliches. Die Leute sind in der Regel gesund und fit, die dort in so eine Halle kommen. Jung, es ist halt einfach ein sehr guten Spirit. Und habe das eben dann eingetauscht gegen einen doch manchmal auch recht tristen Klinikalltag. Und habe darin irgendwann so eine Passion gefunden. Und vor allen Dingen in dieser Kombination das Routenschrauben bildet einfach was Wunderbares aus, was Konstruktiven, Kreativen, was ich vielleicht in der Musik für mich gesucht habe, ab. Dann kann man es ganz doll verwissenschaftlichen, wenn man will, muss man nicht. Man kann auch einfach Sachen an die Wand kloppen und die können auch super sein. Aber ich verwissenschaftliche das für mich sehr. Ich kann ganz doll darüber nachdenken, wenn ich jetzt einen kleinen Tritt noch einen Winkel verschiebe, wie sich die Kraftvektoren verändern, die überhaupt möglich sind. He's really into details. The little details, like for example, the particular foothold, we turn it this way, we turn it that way, or maybe we, I don't know, it's very detailed.
I think we had too much food. You think? I think so. I'm actually quite well. Might have another coffee probably, but yeah. Apart from that, for the round today, I'm looking really forward to it. I think everyone is looking forward to it. We are very excited. You can see them banging the ball, you can see them frustrated. Okay. I think it will be a little bit different from the novice and intermediate. Okay. Very different. The mindset is different. The competitors will be more geared. They will bring their A game. Okay. Jetzt helfen wir Ihnen hier, die ganze Griffe runterzunehmen, und dann bauen wir die Open Women Qualification an die Wand. Die wird schon langsam ein bisschen ernster, also heute geht's ab, denke ich. Tatsächlich hier mal alles durcheinander gewürfelt, aber ich glaube, das ist mein kleiner Bruder. Brauch nicht viel. Thank you. Aber das sozusagen der Bruder nicht gebaut habe und das Bild hilft so ein bisschen, das Ganze zu rekapitulieren, weil da sind ja mittlerweile eine ganze Menge Striche an der Wand. Ja. Okay. Yunus macht gerade schwarzes Tape da an die Ecke. Wir brauchen häufig schwarzes Tape, um den Teilnehmern sozusagen einen bestimmten Bandteil zu verbieten. Wir haben als Schrauber immer verschiedene Tapefarben. Wir haben zum Beispiel immer das gelbe Tape, das markiert immer den Start und das Top. Dann haben wir hier dieses türkisfarbene, das ist immer der Bonusfarbe. Dann haben wir schwarzes Tape, das sind, wie gesagt, bestimmte Zone rausnimmt, als wäre sie nicht da. Ich habe wirklich gepredigt, dass wir in selektiven Momenten denken müssen. Also gar nicht schauen, ist der Boda jetzt cool oder wie auch immer, sondern wo fallen die Leute, wo kriegen wir sie zum Fallen und wo kostet es wenigstens Versuche. Und haben geschaut, dass die Boulder mal ein bisschen, also im Gesamtverhältnis angenommen, wir haben jetzt 5 Quali-Boulder. Erster Boulder gar nicht so schwer, der letzte sauschwer. Und eine totale Diversität in Styles drin haben. Und so haben wir ein super Ranking hinbekommen. Plus, dass ich in jedem Boulder wirklich Risikomomente haben wollte, wo man einfach mal abrutscht oder abfällt und bumm, ist ein Versuch weg. Dass selbst wenn man eigentlich total fähig ist, zum Boulder zu klettern, einfach mal ganz schnell einen Versuch verbaseln kann. Und das ist, also ist wirklich super aufgegangen. Wir haben die Bäder noch nicht. Ich glaube, du musst eher so reingehen, dich hocharbeiten und dann aus der Schulter hochgehen. Yes, man, yes! And we have a top on route 5 by us. Immer gut, wenn man sieht, dass es funktioniert. I mean, honestly, I was pretty nervous in the beginning because I saw the big guns like Dennis and Gavin struggling hard, and then I thought like, oh, probably it's too hard. Yeah, here I is again, that's me, and there's you. Yes, I can feel it. Now you see the nerves are coming on, so stop. Bei der Open-Kategorie Frauen hatten wir einige Frauen dabei, ich glaube eher aus Indonesien oder auch aus Malaysia.
die wirklich winzig waren, jung und winzig, aber mega geil geklettert sind. Ich bin heute Morgen einmal, nachdem wir erstmal reingesetzt haben, nochmal in die Warm-Up-Area gegangen und habe mir angeschaut, wie die Damen so aussehen, die ich ja nun mal in der Regel alle nicht kenne. Und sie sind mal wieder im Durchschnitt alle kleiner, als ich dachte. Das ist krass. Bis hier im Schnitt. Werden sehen. aber das war kein Ding. Das haben die wirklich durch Kletterkönnen weggemacht. Also die war mal wieder ein Argument für Klettern und Können und Technik. Und mit seinem Körper und seinen Körperverhältnissen etwas anfangen zu können, ist am Ende der Schlüssel. So this place is, they sell fancy food. They sell fancy food? Yeah. So we are... North, am I right to say north? On the right. And so we have all the fancy places and far, far away. Far, far away from the fancy places. So we should be able to smell it already when we get out. Yeah. Yeah, but still, I honestly... You think it's okay? Yeah. Yeah. Getting closer. Can you help me put the thing? Can you smell it? I can. See you tomorrow. So this is the king of the fruit. It's called durian. According to a lot of experiments, Caucasians generally don't like it because of the smell and the taste. But we're not going to stereotype you today. We'll let you try it. Okay. So far, so I have to. I can choose if I want to be stereotyped. Yeah. Good. Yeah. I'm there. You guys are like. It looks so pretty. Okay. What's this for? I know. Not for you to puke in it. Yeah. What are we doing? If you're brave. You would go with a glove, right? No, he wouldn't even touch it. You wouldn't even touch it. I wouldn't even touch it. Tomorrow? Try the gloves. You have to wash your hands. You try the gloves. Try the durian, not the gloves. No, don't bother. This no, thing. Be a man. Do the right. Okay, so this is a seed itself. That's the one seed. Flesh. Yeah, the yellow is the flesh. The seed is underneath inside. It. Yeah, so this is, normally you just take the whole thing. No. Don't be afraid to touch it. Just, it might. Eat it like how you eat a bread. No, it's not bread, like cheese. Okay. Where shall I break it? Let's take the whole thing. Have it. You're good. Is this? Because from here it smells a lot like. It smells bad. No pressure. Wait. No pressure. No pressure. Too much? It's okay. Save me. Oh, no. Save me. It doesn't stop. I feel it. Is it a good one? It's no. Very rich. It's okay. I had one last year. Smile. I heard it before. He hates me.
Ich nehme mir in der Regel relativ viel Zeit, die richtigen Griffe auszuwählen und die richtigen Holzkisten, die richtigen Volumen, um sozusagen das, eigentlich die besten Zutaten zu haben, um was Gutes zu schaffen. Und dann baue ich die Griffe und alles, was ich habe, relativ schnell rein mit einer Bewegungsidee in der Regel und auch einer optischen sozusagen Orientierung. Also passt das Ganze so schon an, dass es auch einfach attraktiv aussieht, weil ich glaube, dass das die Psychologie des Kunden oder Athleten anspricht oder auch eines Zuschauers. Dann baue ich das schnell rein und nehme mir dann wiederum viel Zeit oder mehr Zeit, um das Ganze eigentlich zu testen. Und das selber Klettern ist ein ganz essentieller Bestandteil des Routenbaus auf jeden Fall. Wenn man die Sachen nicht irgendwie auch einschätzen kann und klettern kann, ist es meistens ein sehr hohes Risiko, dass dieser Boulder auch funktioniert. Es gibt aber, wenn man sich mal mit dem Thema wirklich auseinandersetzt, ganz klar Parameter, mit denen man einen Boulder so kreieren kann, dass man selbst keine Chance hat, hochzukommen. Aber erstens immer noch ein Gefühl für die Bewegung hat und weiß, die muss so funktionieren. Vielleicht nur einfach an schlechteren Kontaktflächen, das heißt schlechteren Griffen und Tritten. Und muss dann noch gucken, dass das Ganze halt physikalisch möglich bleibt. Was meine Boulder auch immer haben, weil ich nicht anders kann, ist irgendwie eine Ästhetik. Weil ich das, also wirklich eine visuelle Ästhetik, weil ich glaube, man kann einen noch so tollen Boulder schrauben. Und der Kunde oder Athlet geht meistens zu dem Boulder oder wird dahin geführt, wo die Griffe toll aussehen oder die Anordnung der Griffe spannend aussehen. Toby is very into aesthetic, how it looks, you know, and climbs well. I'm more concerned about the movement itself. So sometimes if it doesn't look so nice, but it climbs well, I'm really happy with it. Ja, ich habe dann irgendwann angefangen, das Ganze eigentlich auch in Videos festzuhalten und fand es irgendwann ganz gut, so eine Art Tagebuch darüber zu führen. Und betrachte Boulder tatsächlich wie so eine Art, oder Boulderbau, das, was man an der Wand hat, eigentlich wie eine Art Mandala. Das hängt dann ein paar Tage, Wochen, wie auch immer, und wird dann wieder rausgebaut und dann kommt eben der nächste rein. Und ja, habe das eben weiter fortgeführt und dann hat es ziemlich dollen Anklang gefunden. Und ja, habe da mittlerweile eben auf Instagram eine ganze Menge Follower mit generiert, obwohl das nicht Primärziel war. I got to know Toby from Instagram. So I follow him on Instagram and I see his route setting updates every now and then. So I don't know him personally, but I know him as a social media figure. Oh yeah, okay. So in the last few years, like social media is like boom, you know, everyone's on it. I've been hearing a lot from my colleagues saying that, oh yeah, his Instagram is full of all those like kind of routes and it's like amazing, it would be super cool to have him down. So I was like, okay, really looking forward to seeing him. Toby usually sets very flowy problems that needs your feet to work. So maybe that's the point for Singapore's climbing to improve and that's why people follow him. Ich persönlich bin mir relativ sicher, dass das zum Beispiel der Schlüssel oder der einzige Schlüssel sein kann, der mich jetzt nach Singapur bringt. Also warum soll jemand, also ich habe niemanden erlebt in der Heimathalle, in der ich normalerweise baue, im Flash in Hamburg, war jetzt niemand aus Singapur da. Wir hatten schon verschiedenste Gäste wiederum weltweit, die aufgrund dieses Instagrams oder dieses Social Media Wirkens gekommen sind. Yeah, we don't have much of this like modern style back in the United States. It's more like more fitness climbing, but I kind of relate to it because like El Cap is a little bit like this. You're doing all this like weird body bridging is, and yeah, like weird is. Stemming and stuff, so yeah. Okay. Climbers, this is your last 10 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1. I'm just gonna hook it. Right, so how did they react with rocks and hard rocks? Okay, various items of water bottles, apparel, or everything literally. So, climbers, if you have left your water bottle or any. I have to see where exactly I want to place it. From here, it's also, yeah, you have to jump to this one and then jump to the other. Oh shit. Yeah, yeah, it's getting serious. Die ganze Zeit so ein kleiner Kopfschmerzzug. Der kann halt, wenn er gelingt und selektiv ist, mega geil. Aber der ist halt ganz schnell zwischen unmöglich und zu leicht. Die Chance, dass es in eine Richtung driftet,
ist dadurch so hoch, weil Millimeter entscheiden. Zwischen unmöglich und zu einfach. Wirklich Millimeter. Let me bring you, hang on, I just bring you a jug okay. from here and I want to see that you can stick it from like okay. this. Ja, passt nicht mal richtig das kleine Ding hier zwischen. Also es ist wirklich richtig eng. Dafür ist der linke ein bisschen besser. Und ich glaube, ich widersetze mich heimlich und mache den Millimeter besser. Millimeter. Also so könnte ich es mir zumindest vorstellen, festzuhalten. Nicht aus dem Sprung heraus, aber hängen auf jeden Fall. Also hoffen wir, das klappt. Cartillo, dieses berühmte Zitat, dass man als Wettkampfschrauber ein Master of Uncertainty sein muss. Das bedeutet im Prinzip, erst wenn wir die Athleten in unseren Bouldern erleben, erleben wir auch, ob der Boulder funktioniert oder nicht. Da können wir uns Gedanken machen, testen, alles in der Welt versuchen, um den Boulder perfekt zu gestalten im Vorfeld. Aber erst im Geschehen dieses Wettkampfs, den wir dann da erleben, sehen wir, ob der Boulder funktioniert. Jokers in the end, like always like, please prove. Oh man. Oh man. Russian. Allowed to change something in between rounds? Between each route, yeah. If you want to change it, once they're done with two, you can tell them to wait for a while, you change three. All right, ladies and gentlemen, if they don't top, you're going to make it easier. Yeah? I honestly hope this move is still alright. Man. Closer. Yeah, done. We're done? Yeah, we're done.
we're done. Arigato, arigato as well. Thanks for coming and yeah, bringing the boulder alive, you know, because just when you climb them, they start to live.